Dem Aufruf von letzten muss ich noch mal ein bisschen Nachdruck verleihen. Es sieht zwar besser aus als letztes Jahr, aber noch nicht so richtig gut. Die zwei Kollegen signalisieren es schon wieder ganz gut, um was es diesmal wieder geht. Ja, ist nicht ganz so heftig wie letztes Jahr, aber trotzdem gibt es da schon eine kleine Nachzahlung für Gas. Drahtlose Energieübertragung. Ach, Mann, warum? Mit einem normalen Trafo kennt sicher jeder. Ne? Da ist es eigentlich auch schon eine Art drahtlose Energieübertragung, weil auf der Primärseite hat man seine Spule und dann berührungslos eigentlich wird dann die zweite Spule drüber gewickelt mit Isoliermaterial und so weiter und so fort. Und da kommt dann auch Strom raus. Also ist ein stinknormaler Trafo eigentlich auch schon drahtlose Energieübertragung. Bei den Trafos kommt es dann auf die Herzzahl an. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war für 50 Hertz gedacht. Und solche Dinger hier mit Ferrit, hier so gepresstes Eisen, die gibt es dann in unterschiedlichen Variationen. Die schaffen dann auch mehr Hertz, also mehr Frequenz, eine höhere Frequenz. Tja, ist das hier auch eine Art drahtlose Stromübertragung. Aber noch nichts richtig Mobiles. Sowas ist natürlich auch eine drahtlose Stromübertragung. Ne? Wenn man dann hier bei einem Joule-Tief oder so eine dritte Wicklung draufwickelt, hat man dasselbe Trafo-Prinzip. Und kann dann auch hier über die Windungszahlen, über das Verhältnis, die Spannung hinbekommen, was man haben möchte. Das geht dann schon eher in die Kategorie drahtlose Stromübertragung. Die berühmt-berüchtigten Tesla-Spulen. Da geht es dann so, dass man auf der Primärseite eine gewisse Frequenz hat und auf der Sekundärseite dann auf die Frequenz mit einem LC-Schwingkreis, also mit einem Spule-Kondensator-Schwingkreis, den Kondensator und die Spule dann so einstellen, dass die Herzzahl hier treffen. Und dann kann man hier auch über, wie weit eigentlich? Na gut, die Tests stehen noch aus. Da gibt es noch mehr Leute, die da dran rumbasteln. Wir machen es mal Schritt für Schritt. Ein Zwischenschritt davon wäre dieses Teil hier. Nikola Tesla hätte sich bestimmt gefreut, wenn er zu seiner Zeit die Dinger für ein Appel und ein Ei hinterhergeschmissen bekommen hätte. Da hätte er bestimmt, wer weiß, was dem da durch den Kopf gegangen wäre. Naja, wir fangen jetzt bei dem ganzen Wissen wieder an, haben aber hier schon mal einen sehr schönen Baustein bekommen dafür. Ja, so eine Induktionskochplatte, die wird normalerweise... Ich glaube, die wird fix angesteuert, mit 50 kHz. Und hier kommt unser Wechselstrom rein. Wird hier ein bisschen entstört. Dann ist hier unten drunter ein riesen Gleichrichter. Macht daraus eigentlich Gleichspannung, zerhackt die und bringt die dann gehackt. Über Pulsweitenverhältnis, glaube ich, regelt ihr hier die Leistung. Die Frequenz müsste fix sein, 50 kHz. Und über die Pulsweite kann man dann hier die Leistung regeln, je nachdem wie heiß dann der Topf werden soll. Ja, ein schönes kleines Ding, aber was ziemlich faszinierend ist, ist diese Spule, was sie hier drauf gemacht haben. Ja, das ist eine ganz normale, also durchgewickelte, hier Ende, da der Anfang, und dann Anfang, Ende angeschlossen und dann wird halt immer drauf gehackt, was es hält. Zu Teslas Zeiten, ich glaube das Patent ist von 1894, hat er sich dann mal sowas hier einfallen lassen. Eine sogenannte bifilare Pancake-Coil, also Pfannkuchenspule, ist hier jetzt nicht sehr schön zu sehen mit der Zeichnung. Hier seht ihr es besser im Originalpatent. Eigentlich nur zwei Drähte genommen, die parallel wie ein Pfannkuchen gewickelt und dann Anfang, Ende einmal zusammengeschalten, sodass nur noch zwei Enden rauskommen. Ja, und dann ist das eine super Abnehmerspule für...
Induktionskochplatten zum Beispiel. Ich glaube, Nikola Tesla, der hat die ein bisschen größer gewickelt und hat irgendwelche, wenn es stimmt, ne, irgendwelche Frequenzen von Planeten damit gemessen und daraus irgendwie Strom gewonnen. Naja, schauen wir mal. Hier im, in der heutigen Zeit habe ich Jean-Louis Naudin und Whoopi Champ ausfindig gemacht, die sich da schon 2013 mal richtig dahinter geklemmt haben und einen Haufen schöne Videos und Experimente hochgeladen haben. Und einige der Experimente wollen wir jetzt mal hier nachstellen. Die Spule, die ich gewickelt habe, die sieht eigentlich fast genauso aus wie die hier im Induktionskocher. Nur mit dem Unterschied, dass ich habe mehrere dünne Drähte genommen, habe die verdrillt und habe mir dann hier aber einmal den Übergang zusammengebastelt, dass wir so eine bifilare Pancake-Coil hinbekommen, dass ich dir dann Ausgang und Eingang habe. Die meisten Originalanleitungen, die nehmen da einen massiven Draht oder zwei massive Drähte. Ich habe mir aber gedacht, da wir ja mit 50 kHz arbeiten, ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn wir auch die Abnehmerspule etwas hochfrequenztauglich auslegen. Das heißt, ne, mit mehreren Drähten parallel. Hochfrequenz bewegt sich ja gern auf der Oberfläche von Sachen entlang. Das heißt, die will eigentlich auf der Oberfläche von dem Leiter hier hin und her wuseln. Das heißt, wir brauchen so eine größtmöglichste Fläche, ne, dass das bei der Hochfrequenz hier ordentlich funktioniert. Deshalb habe ich das dann so gewickelt hier. Bei den Induktionskochplatten, da gibt es verschiedene. Die hier zum Beispiel, die regelt ihre Leistung über die Zeit. Da hat sie keine Pulsweitenmodulation oder sonst was drin. Das heißt, wenn man hier halbe Leistung haben will, dann schaltet die mal eine Sekunde ein und eine Sekunde aus sozusagen. Und wenn wir volle Leistung haben, dann haut sie nonstop ihre 1800 Watt hier drauf oder 2 kW. Und das ist für die Versuche, die jetzt anstehen, ungünstig. Ja, dafür bräuchten wir eine Induktionskochplatte, die mit Pulsweitenmodulation praktisch nonstop an ist, aber die Leistung eben hier drüber dann konstant geregelt wird. Ja, also das hier ist wie gesagt so ein Kandidat, damit könnt ihr dann nur Lasten 1800 Watt und aufwärts betreiben. Ne, unterhalb springt sie leider dann nicht an. Und diese hier haben wir jetzt ausfindig gemacht. Ist auch nur so ein Billigding für 30 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Oder lass es 40 gewesen sein. Wo eine Pulsweitenmodulation drin zu sein scheint. Ne? So nach meinem momentanen bisherigen Kenntnisstand. Tja, das Typenschild habe ich leider abgerupft. Aber das hier könnte vielleicht schon reichen, ne? Dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Wollen wir es nochmal fix starten? Im Standby zieht es 2 Watt jetzt und hier an meiner Bifilar Pancake Coil habe ich jetzt einfach hier an den Ausgängen meinen 1 kW Heizstrahler rangehängt. So ein Heizstab hat jeweils 550 Watt und da einfach in Reihe. Und los müsste es gehen. Hier wurde gesagt, dass das bei induktiven Lasten funktioniert. Also schauen wir mal. Wir schalten mal an. Okay, jetzt sucht sie natürlich und wo ist der Punkt? Hier ist der Punkt. Das müsste jetzt eigentlich heiß werden hier hinten. Ja, je heißer das wird, desto mehr zieht er dann auch. Bis wir so an das kW ungefähr rankommen. 800 Watt. Ja, und jetzt seht ihr es schon. Ne? Das wird jetzt ordentlich heiß. Mit einem Wirkungsgrad von, ich hatte es hier gemessen, also man kommt hier auf 95 bis 99%. Also da kann kein Ferritkern oder Ringkern oder sonst was mithalten. Effektiver
geht's nicht. Ne? Deshalb auch Großeffizienzgenerator. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen runterschalten, mal auf Stufe 2. Und da sind wir nur noch bei 600, 650 Watt. Und jetzt ist er auch nicht mehr ganz so heiß hier. So, und dann kann man auch hier drüber dann noch ein bisschen die Leistung verstellen, wenn man das hier ein bisschen hin und her schiebt. Ja, 613, 500 Watt, wenn ich jetzt so ein bisschen schräg hier drüben bin. Und mal gucken, wenn ich auch noch ein bisschen hoch gehe. Jetzt geht es immer noch, jetzt geht es nicht mehr. Okay, also hier schauen. Okay, so geht's noch. So geht's noch. Aha. Also, das ist richtige, schöne, drahtlose Energieübertragung. Noch nicht so ganz so weit, aber wenn es darum geht, dass man hier einfach keinen Stecker haben will, sondern einfach nur, doch, legen wir das Ding drauf und los geht's. Aha. Dafür ist es perfekt. Als nächstes haben wir jetzt mal einen Test mit chinesischen Wasserkochern. Jetzt bin ich mir nicht so richtig sicher. Ne? Hier wurde gesagt, dass das Teil nur mit induktiven Lasten geht. Ne? Das heißt Heizstäbe, Glühlampen, ja, solche Sachen halt. Ne? Ist das jetzt hier induktiv oder nicht? Ja, das sind einfach nur so zwei Blättchen rechts und links. Normalerweise wird hier 230 Volt Wechselspannung drauf gegeben. Ne? Die haben ganz, ganz dünne Zuleitungsträhtchen, was dann gleichzeitig höchstwahrscheinlich die Sicherung mit ist. Also, ich glaube auch noch 4 Euro kostet so ein Ding, also extrem billig. Ich weiß gar nicht, ob es die hier in Deutschland zu kaufen gibt. Ich muss mir über Amerika importieren. Naja, gut. Jedenfalls. Funktioniert das nämlich auch. Zwar erst, wenn ich ein bisschen Salz reingetan habe. 1 kW. Hör mir auf. Hör mir auf. Da darf doch nicht 1 kW ziehen. Wieso zieht denn der hier 1 kW? Das sind nur 600 Watt Heizstäbe. 300 Watt hat so ein Heizstab. Also da bin ich jetzt... Wie geht denn das jetzt wieder? Das war ja so nicht geplant. In meinem ersten Experiment hatte ich nur Leitungswasser hier drin gehabt. Ne? Ich habe das Experiment gefahren, hat funktioniert. Mir hat es beinahe ein Kondi durchgeschossen, was ich euch dann noch zeigen werde. Und dann wollte ich das hier schön aufbauen für euch. Dann habe ich es nochmal gestartet und dann hat es nicht mehr funktioniert. Konnte machen, was ich wollte, ist einfach nicht mehr angesprungen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einfach ein bisschen Kochsalz rein zu tun. Ne, wirklich nur mal so eine Prise Kochsalz rein. Und habe nur mal kurz gestartet, habe gesehen, dass es losläuft. Habe gedacht, wunderbar, können wir es nehmen für die Demonstration. Und jetzt schalte ich das Ding hier an. Und der zieht über 1 kW. Das heißt, das kW ist auch hier in die Spule dann gegangen und ist hier reingegangen. Wundert mich jetzt etwas, muss ich sagen, weil so, die haben nur 300 Watt pro Stück. Eigentlich. Fahren wir nochmal hoch? Komm, wir fahren nochmal hoch. So, ich habe das hier auf Level 2 gedreht. Und wir ziehen hier 850 Watt. Boah. Das Wasser müsste gleich kochen. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, ob es das Glas aushält. Nee, dahinter habe ich Steckdosen. Nee, Salzwasser und Steckdosen ist scheiße. Ich schalte das mal wieder aus. Jedenfalls geht es hier von der Wattzahl nicht runter. Auch wenn das Wasser heißer wird. Sowas. Keine Sorge, gleich geschafft. Jetzt kommen wir gleich zum interessanten Teil. Hier habe ich mir mal noch eine Spule zusammengebastelt mit weniger Windungen. Ich glaube, die Originalspule hat 26 Windungen und wenn da 230 Volt ungefähr rauskommen, habe ich mir gedacht, wenn ich da um die 50 Volt haben will, muss ich dementsprechend weniger Windungen machen, wie beim normalen Trafo eben. Dafür aber ein bisschen dicker. Ich habe ein bisschen dickeren Draht genommen, weil jetzt kriegen wir richtig Ampere raus hier. Und auch die Gleichrichterdioden, die ich jetzt dahinter gesetzt habe, die schaffen 45 Ampere, sind Fast Rectifier, also noch keine Schottkys, aber sind schon schneller als normale Dioden und ich glaube 1500 Volt oder sowas, die halten auf alle Fälle. Und da dran
hängt jetzt ein 63 Volt 22.000 Mikrofarad Kondensator. Ja, richtig fettes Ding. Da brauchen wir richtig Leistung, um den hochzujagen. Und an dem ganzen Konglomerat hängt dann noch hier mein Krittei-Inverter 500 Watt, der bis 60 Volt Input geht. Und das Kabel habe ich in die Steckdose mitgesteckt, von der auch jetzt der Gigene betrieben wird. Als Last haben wir immer noch unsere zwei chinesischen Wasserkocher hier, wo wir ja gesehen haben, so um die 800 Watt ziehen sie, auch wenn wir hier auf kleinste Stufe runtergestellt haben. Also ich kann nur auf Stufe 2, bei Stufe 1 bricht es dann ab. Stufe 2 ist das, was maximal noch aushält. Und ja, was wollen wir jetzt machen? Ne, wir wollen den überflüssigen Strom, der mir hier zu viel ist bei den Dingern, hier oben wieder absaugen und zurück ins Netz schicken. Bei Jean-Louis Naudin hat es funktioniert. Und nach dessen Anleitung bin ich dann gegangen. Und ja, ihr werdet sehen. Mal gucken, ob es nochmal funktioniert hier. Wir schalten nochmal ein. Stufe 2 runtergedreht. 900 Watt. Okay, so, jetzt kommen wir hier. Jetzt kommen wir hier mit unserer... So. Ah, es geht schon los. Seht ihr, ich bin erst hier. Ich bin erst hier. Und er will schon... Dann gehen wir noch weiter ran. Noch weiter. Hup. Na, was ist denn jetzt los? Das müsste doch eigentlich kommen. Jawohl. Jawohl, er läuft, pumpt mit 100 Watt ungefähr hier rein. Jetzt sind wir noch bei 600 Watt. Das können wir noch ein bisschen verschieben, ein bisschen optimieren. Ich bin hier mal auf 2 bis 3. Okay, also mit einer Hand und dem ganzen Zeug hier ist das ziemlich, aber ihr seht, es funktioniert. Auf 3 Striche war ich hier schon gewesen. Also ihr könnt dann den überflüssigen Strom hier oben wieder zurückschicken oder sonst wohin schicken. Ne, ich habe da dran gedacht, riesen RMF-Charger zu basteln oder sonst was. Was auch komisch ist, habt ihr jetzt gar nicht gesehen, hier steht dann ab und zu mal 4000 Watt. Mal ganz kurz aufblinkend, während er hier dann neu hochfährt. Aber ja, jetzt... Könnt ihr euch so halbwegs vorstellen, wie ich mir mein optimales E-Bike oder auch Elektroauto-Ladegerät vorstelle. Ne, hat man unten drunter Induktionskochplatte. Halt irgendeine Last dran, die, was weiß ich, sowieso einen Wasserboiler oder sowas warm machen würde. Und dann kommt einfach nur eine dritte Spule noch oben drauf. Saugt den ganzen Rest ab, was man da hier zum Wasserkochen eben nicht braucht. Und kann dann mit sonst wie viel Ampere und ohne viel Gewicht, ne, hier ist kein Eisenblech oder sowas brauchst du dazu, das wären übelst leichte Trafos, also ach, ihr seht schon, ich bin total aufgeregt. Die Möglichkeiten, was jetzt dadurch entstehen, tja, ja, das lässt mich erstmal sprachlos werden. Der eigentliche Kern der Sache ist nun folgendes. Wenn wir so eine Spule mit ganz harten Pulsen immer bei aufschlagen, dann haben wir auch jedes Mal nach so einem harten Puls einen Back-EMF-Puls. Oder? Ja. So, in dem Back-EMF-Puls wird er jetzt nur nachgesagt, dass er, wenn er so weit in die negative Richtung zurückschneidet, wenn er dann praktisch einmal unten ist, muss ich das ja dann alles wieder irgendwie vollsaugen, ne, mit den Elektronen, die da irgendwie fehlen. Und wenn wir uns jetzt die Nulllinie imaginär vorstellen, was wir hier überall haben, ne, 0 Volt, und ziehen es dann runter in minus 1000 Volt oder sowas, dann zieht es von der Umgebung die ganzen Elektronen, wieder, dass wir zurück auf 0 Volt Potenzial sind, aus der Umgebung mit rein ins System, angeblich. Und
wir könnten das somit nutzen. Jetzt wohne ich hier im dritten Stock. So eine richtig reine Erde habe ich hier gerade gar nicht, aber als ich meine Dachrinne genommen habe, ja, so ein dünnes Kabel der Achim war es, glaube ich, gewesen, der mir das eingerichtet hat, an die Dachrinne gepappt, sodass ich eine Erde hier im Raum habe. Und die Erde habe ich hier an diese große Gleichrichterkaskade angehängt. Hier an den Minus. An Plus und Minus hatte ich das Messgerät gehabt und habe gemessen. Und hier in der Mitte, das ist auch so eine Tesla-freie Energie-Gleichrichterschaltung gewesen, einfach mit zwei Keramikkondis, dann nach rechts und links polten und an der Mitte mit der Antenne mit irgendeiner Hochfrequenz rangehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn hier auf dem Ding sowieso 50 kHz sind, dann nehmen wir uns einfach hier so ein Teil raus und poppen das drauf. So hatte ich das angeklemmt. Also, die eine Seite da, die Seite hier. Hier unten war der Plus. Eigentlich müsste ja der Plus sein, wenn es aus der Erde kommt, ne? Wie gesagt, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Masse Plus oder Minus? Ja, immer wieder diese Fragen, jedes Mal. So hatte ich das jedenfalls angeklemmt. Und dann habe ich das Ding fahren lassen, auch mit dem hier, mit den Wasserkochern. Und auf einmal, das war wie so Zeitlupe, wie wenn so ein Unfall passiert und jede Zehntelsekunde es sich übelst lang hinzieht, ne, sehe ich, wie das Ding sich hier langsam aufbläht und anfängt mit Dampfen und den Schrumpfschlauch hier hat es an der Seite so weit zurückgezogen, dass es jetzt so aussieht. Ne, das waren wirklich 2-3 Zehntelsekunden oder sowas, die mir für eine Ewigkeit vorkamen, wo ich dann, also das war eine ganz eigene Zeit, ne? Und das, ja, wie sollte man sowas schaffen? Ne, das Ding hing dran, hat nonstop eingespeist, hätte die Last wegnehmen können. Ich meine, wie viel Leistung braucht man hier, um so ein Ding hochzujagen? Ne, am Eingang hatte ich 300 Watt gehabt, das war noch ohne diese Salz hier drin. Ne, das war noch normales Leitungswasser gewesen, da hat er hier nur 300 Watt aufgenommen. Und also mit Abnahme. Ich glaube, normal hat er 400, 450 Watt aufgenommen und wenn ich dann das abgenommen hat, hat er natürlich hier 250 Watt zurückgespeist. Ne? Wie viel er in dem Moment zurückgespeist hat, konnte ich leider nicht sehen. Ich hatte den Blick dann wirklich nur da drauf und habe gedacht, ach du Scheiße, ist ja geil. Und habe dann sofort ausgeschalten und mit dem Kondensator natürlich nicht auch nochmal angeschalten, sondern habe hier einen anderen probiert. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, den Kondi hatte ich hier eingebaut. Direkt hier dahinter. Ich weiß nicht, ob die Felder ausgereicht haben, um hier das Alu irgendwie, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die ganze Zeit vorher, ich habe eine halbe Stunde mit dem Ding rumprobiert, ohne diese Kaskade und eine Erde dran, da war nichts gewesen. Erst wo ich die Kaskade und die Erde mit ins Spiel gebracht habe, sind hier Phänomene aufgetreten, wo ich gedacht habe, holla, nee, jetzt erstmal nicht weitermachen. So, jetzt seid ihr im Bilde, wie das mit der drahtlosen Energieübertragung zum E-Bike-Laden oder Autoladen von meiner Seite her gedacht wäre. Ich bin gespannt, was ihr für Ideen noch dazu habt und ja, das mit der Tesla-Spule hier unten, das wird bestimmt auch noch irgendwann. Immer schön, ein Schritt nach dem anderen. In dem Sinne, bis bald und ahoi! Halt, stopp, nicht machen! Wir haben doch noch einen kleinen Gimmick. Das hier haben wir doch noch in petto. Ich habe jetzt mal meine 2 Ampere Sicherung überbrückt. Hier ist normalerweise eine Sicherung drin, weil, ja, vielleicht nehmen wir bis zu 10 Ampere auf. Das Ding geht jetzt jedenfalls hier lang. Da hinten durch die Wand. Und kommt hier unten raus. Ne, auch bei 150 Volt Gleichspannung, ja, leuchten Neonklimmlampen, wissen wir ja. Und hier dran, ihr habt es schon gehört, sagt die Elektronik der Induktionskochplatte, ich möchte funktionieren. So, mal schauen, ob auch das Leistungsteil mit reingeht. Ja! Ja! Es funktioniert!
Es funktioniert. Also, Induktionskochplatten könnt ihr dann auch mit Zombiezellenvölkern betreiben. Das ist doch was, oder? Einen kleinen Nachtrag gibt es doch noch, weil wie immer ist es ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Hier ist zum Beispiel die Seite von Wladimir Utkin. Da hat es sehr übersichtlich, mal nicht auf 1000 Seiten, sondern ihr seht schon, ne, da kann man, das kann man ziemlich schnell überfliegen. Mal sehr wichtige Knackpunkte anderer Erfinder und deren Experimente gezeigt, wie die sich das so vorstellen, wie man diesen Back-EMF so hart wie möglich abreißen lassen kann. Ne, die machen das mit Spark Gaps. Hier ist zum Beispiel nochmal schön im Überblick gezeigt, wie unser normaler LC-Schwingkreis sich ausschwingt, ne, wenn wir keine externe Quelle irgendwie mit dran haben. Und hier wieder Nikola Tesla Schwingkreis sich immer mehr vollsaugt, wenn man da eine Quelle mit anschließen, die Elektronen ansaugen kann. Ja, die Erde ist ja ziemlich voll von Elektronen. Wie das jetzt mit der Natur ausschaut, ist wieder so eine andere Sache, aber hey. Im Kleinen kann man das doch bestimmt rausfinden, oder? Weil ich denke mal, Bäume wachsen auch so. Wieso dürfen wir das dann nicht? Ja, würde ich euch mal ans Herz legen. Ist hier noch unter dem freeenergyinfo.com Utkin HTM. Verlinke ich dann auch nochmal auch die Seiten von Jean-Louis Naudin mit den ganzen Videos von Whoopie Jump und so weiter. Da habt ihr ganz schön was zu tun, denke ich. Ja, und die ganzen schönen Experimente hier. Ja, mal schauen, wann ich da mal noch ein bisschen mehr Energien dafür bekomme. Ja, hier unten, das hat mich schon immer ein bisschen fasziniert. Was man da bräuchte, ist wieder ein MET-Glas-Kern. Aber vielleicht geht es auch irgendwie anders. Mal schauen. Mal sehen, was das Universum für mich und euch so bereithält. Bis später.